So, ihr Lieben, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich hier wirklich vor der Kamera gestanden habe, aufgrund von ganz vielen Sachen, die eben aktuell auch bei mir im Leben passiert sind. Und ja, ich habe mir jetzt auch wirklich gedacht, okay, wenn du dich jetzt wieder nach so langer Zeit vor die Kamera stellst, was machst du dann für ein Video? Und ich habe euch ja bereits auf Instagram schon angekündigt gehabt, dass ich ein ganz großes Video plane, was sich eben auch mit dem Thema Isla Sorna beschäftigt und ganz speziell mit dem Hurricane Clarissa. Also habe ich mir gedacht, ey, komm, machen wir einfach genau das jetzt erstmal fertig. Das Besondere an dem Video jetzt hier wird erstmal sein, Punkt Nummer 1, ich habe keine Ahnung, wie lange das Ganze hier gehen wird. Das könnte jetzt wirklich ein Video in Überlänge sein. Warum das der Fall sein könnte, erkläre ich gleich nochmal ein bisschen genauer. Zum anderen habt auch ihr sehr viel Einfluss auf dieses Video hier genommen und eben, naja, mein letztes Video, bei dem wir bereits einige Fakten über die Isla Sorna geklärt haben. Ganz wichtig bei diesem Video ist, dass ihr euch immer merkt, dieses Video hier ist keine Quelle für irgendwas. Und das muss ich ganz klar sagen, weil meine Videos jetzt inzwischen auch von anderen Jurassic-YouTubern als Quelle genommen werden. Das wird hier nicht funktionieren, denn ich werde mir hier sehr viele Sachen dazu dichten müssen, weil wir eben einfach, gerade was den Hurricane Clarissa angeht und eben den Vorfall auf der Isla Sorna, extrem wenig Informationen haben, die offiziell in den Kanon mit eingeflochten werden. Beziehungsweise gibt es hier einige Daten, wo ich mir bei der Recherche auch gedacht habe, okay, die weichen sehr häufig voneinander ab. Also da hat die ganze Jurassic-Maschinerie noch wirklich ganz viel Luft nach oben, wo man eben sagen kann, ja, die bräuchten vielleicht mal so ein kleines Mastermind wie ein Kevin Feige, der das gesamte Jurassic-Universum jetzt mal wirklich auf eine Ebene hält, dass wir wirklich sagen können, okay, wir wissen jetzt hier das Datum A und da das Datum B. Denn wir reden jetzt hier in dem Video über den großen Vorfall von der Isla Sorna, von dem wir eigentlich so gut wie gar nichts wissen. Was wir allerdings wissen ist, dass der Hurricane Clarissa dafür gesorgt hat, dass die gesamte Anlage B nahezu untergegangen ist, dass sehr viele Mitarbeiter evakuiert werden mussten. Und was wir auch wissen ist, dass die Isla Sorna, naja, wahrscheinlich sogar noch eine größere Tragödie hinter sich hat als die Isla Nublar selbst, die wir ja aus Jurassic Park 1 kennen. Und die Frage, die ihr mir immer wieder gestellt habt, ist total berechtigt: Tobi, was ist denn wirklich auf der Isla Sorna passiert? Und ich habe mich wirklich hingesetzt und habe versucht, da einiges rauszufinden und habe mir gedacht, okay, ich mache jetzt einfach Folgendes. Ich nehme mir alle Fakten, die ich bisher habe, die ich im letzten Video auch gesammelt habe. Deswegen schau es dir vielleicht mal an, würde eventuell Sinn ergeben. Das Video habe ich dir mal da oben verlinkt. Da hast du jetzt alle Fakten hinterlegt. Und dann gucke ich, wie ich bestimmte Unreinheiten, wie ich bestimmte Unbegebenheiten dann selber zusammenflicken kann. Nur mal ganz kurz als Beispiel. Einige von euch haben mir geschrieben, Tobi, wenn doch 93 die Isla Nublar zerstört wurde, eben durch den Injun-Vorfall, und der Hurricane Clarissa ist 1995 auf die Isla Sorna gescheppert, warum mussten dann immer noch Leute evakuiert werden? Also warum waren noch Leute auf der Isla Sorna, obwohl doch schon 93 die Isla Nublar quasi untergegangen ist und Injun ja schon gar nicht mehr wirklich viel machen konnte? Also die scheinen ja noch weiter geforscht zu haben, 2 weitere Jahre, ohne wirkliche Perspektive, was da mit den Forschungen passieren könnte. Das sind zum Beispiel Fragen, da gibt es keine klare Antwort drauf. Da kann man sich vielleicht so ein bisschen selber überlegen, okay, das könnte so sein und das könnte so sein. Lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall werde ich dieses Video jetzt hier in 3 Kapitel unterteilt haben. Da kannst du gerne mal unten in die Kapitelauswahl reingucken. Das allererste Kapitel wird sich damit beschäftigen, wie ich jetzt vorgegangen bin. Ist vielleicht auch interessant für den einen oder anderen von euch, die vielleicht auch selber Bock haben, mal irgendwie YouTube-Videos zu machen oder vielleicht sogar mit Jurassic-Content selber anzufangen. Macht das auf jeden Fall. Deswegen habe ich mir überlegt, okay, ich fange jetzt hier erstmal an, euch zu erklären, wie mein Gedankengang dabei ist. Wie bin ich vorgegangen bei dieser gesamten Geschichte? Dann habt ihr in der Mitte den Hauptteil, wo ich euch dann meine Geschichte erzähle, was auf der Isla Sorna hätte passieren können. Und ja, jetzt könnt ihr es mir auch hier heimzahlen an alle, die Jurassic World Dominion wirklich gern haben. Und ich meckere ja so häufig über den Film. Das hier ist jetzt quasi mein eigenes Drehbuch, mein eigener Pitch, den ich jetzt hier raushaue. So würde eine Jurassic Park Geschichte über die Isla Sorna aussehen, wenn ich der Regisseur wäre. Jetzt könnt ihr mir also sagen, oh Tobi, du Trottel, ey. Mann, da hast du aber einen Fehler gemacht. Also jetzt könnt ihr es mir wirklich schön zurückgeben. Und im dritten Teil, also im dritten Kapitel, habe ich mir Folgendes überlegt. Ich will hier dem einen oder anderen von euch auch nochmal so ein bisschen die Angst davon nehmen, vielleicht mit YouTube anzufangen. Deswegen habe ich mir gedacht, ihr werdet jetzt hier in dem Video merken, dass ich mir hier vielleicht ein bisschen mehr Mühe als sonst gegeben habe, denn ich habe mir hier sämtliche Bilder selbst erarbeitet. Das heißt, ich habe mir eine AI angeschafft, mit der zusammen habe ich bestimmte Hintergründe erschaffen, habe mir quasi die Isla Sorna so aufbereitet, wie sie in meiner Vorstellung her hätte aussehen können zur damaligen Zeit. Habe dann mit Bildbearbeitungsprogrammen
das Ganze eben noch ein bisschen Jurassic Park-lastiger gemacht und dann die Bilder sogar nochmal animiert und mit Sounds hinterlegt, damit ihr auch wirklich eine schöne Immersion habt. Einfach nur, damit ihr vielleicht auch mal seht, das ist überhaupt nicht so ein Hexenwerk. Das kann wahrscheinlich einfach jeder, wenn man sich da halt ein bisschen reinfuchst und würde mich auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, bei dem ganzen Jurassic-Content gibt es keine Konkurrenz. Je mehr Jurassic-Content auf YouTube, umso geiler. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich kann euch nur verraten, wie ich das mache. Wenn ihr sagt, nö, finde ich Bullshit, ich will es anders machen, das ist eure Sache. Ja, vielleicht kann ich dem einen oder anderen dabei ein bisschen weiterhelfen. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich krieg's irgendwie jedes Mal wieder geschissen, die Einleitung so extrem lang zu machen. Macht aber auch jetzt diesmal Sinn. Fangen wir also erstmal an mit dem ersten Kapitel. Wie bin ich denn jetzt hier vorgegangen? Wie habe ich mir überlegt, diese Geschichte aufzubauen? Es gibt einfach keine offizielle Seite, die jetzt wirklich sagt, halt, stopp, das hier ist die offizielle Angabe. Ist halt ein bisschen verwirrend, gerade wenn man sich dann so spezielle Quellen raussuchen möchte. Aus diesem Grund habe ich mich hingesetzt und habe im Internet eine sogenannte Time Machine angeschmissen. Da könnt ihr quasi auf Seiten zurückgehen, die im Netz noch gespeichert sind, aber die es eben nicht mehr gibt. Zum Beispiel die offizielle Website von Jurassic Park 3 oder ähnliches. Und habe dann da mal die Daten so ein bisschen abgeglichen und bin dann da ein bisschen näher rangekommen, aber auch nicht so nah, wie ich es eben gerne gehabt hätte. Das heißt ja, erstmal habe ich auch selbst nochmal meine eigenen Daten aus dem vorherigen Video nachrecherchiert. Im Großen und Ganzen kann das Ganze so bleiben. Hat mich wirklich gefreut. Also wie gesagt, das Video, was ich dir da oben verlinkt habe, da kannst du dir gerne angucken. Die Daten da, die scheinen zumindest laut offiziellen Daten auch in der Time Machine auf den Original Homepages von damals zu stimmen. Und ich habe auch keinen Retcon von den Daten gefunden. Das heißt, die Daten sind immer noch aktuell. Dann habe ich mir eure Kommentare durchgelesen, die ein paar berechtigte Kritiken hatten, wie eben das zum Beispiel, warum wurden die Leute 95 erst evakuiert, wenn doch 93 schon die Insel eigentlich kaputt gegangen ist, also die Isla Nublar ist untergegangen, 93 und 95 wurden dann die Leute erst von der Sorna evakuiert. Aber die Leute auf der Sorna haben ja nur Dinosaurier erschaffen für die Nublar, also macht es irgendwie auch keinen Sinn, dass die weiter geforscht hätten, obwohl man hier auch wieder sagen muss, nein, wir wissen ja, dass die Saurier nicht nur da waren, um für die Isla Nublar vorbereitet zu werden. Die Dinosaurier wurden ja auch geschaffen, um an denen Feldversuche zu unternehmen, um herauszufinden, wie die sich jetzt wirklich in der freien Natur verhalten würden. Ebenfalls wurde dann auch drunter geschrieben unter die Kommentare, wie kann es denn aber sein, dass da nicht schon vorher herausgefunden wurde, dass die Saurier sich alleine fortpflanzen konnten. Also obwohl sie alle weiblich waren, konnten die sich ja fortpflanzen in Jurassic Park. Die Frage will ich einfach noch ganz kurz hier nebenbei beantworten. Es wurde ja offiziell bestätigt, dass jeweils ein einziges Tier von diesen verschiedenen Spezies freigelassen wurde. Quasi ein Tyrannosaurus Rex, ein Velociraptor, ein Albertosaurus war es, glaube ich, noch gewesen. Die können sich nicht einfach alle fortpflanzen, wie es Blue kann, später in Jurassic World Dominion. Nein, die brauchen wirklich noch einen Partner. Und wenn du halt zwei gleichgeschlechtliche Partner hast und die wandeln sich aber dann um, zumindest einer von beiden wandelt sich dann eben um, dann konnten sich die beiden Tiere eben paaren und sich so fortpflanzen. Das geht aber eben nicht, wenn nur ein einziger Velociraptor mit Velociraptor freigelassen wurde. Trotzdem fand ich die Frage sehr interessant und habe mir gedacht, haben die vielleicht aus vollem Bewusstsein nur jeweils einen Saurier freigelassen? Ist schon irgendwie komisch, oder? Warum haben die ganz bewusst immer nur einen Dinosaurier freigelassen und nicht einfach mal zwei aus experimentellen Gründen? Vielleicht wusste jemand wie Dr. Henry Wu bereits mehr über die ganze Sache, wollte es aber eben noch geheim halten. Durch diesen Kommentar bin ich eben dann auch auf einen schönen Plot gekommen. Denn dann habe ich mir den großen Plot überlegt, worum könnte es denn wirklich gehen. Das wäre jetzt so ein Teil davon, vielleicht ein Mysterium dahinter aufzubauen auf der Isla Sorna, wo es darum gehen könnte, dass man später herausfindet, Dr. Henry Wu wusste bereits wesentlich mehr über die ganze Geschichte. Ebenfalls könnte man hier auch das Amalgam-Testing ein bisschen mehr aufbauen, denn genau dieses Testing wurde auf der Isla Sorna ja bereits vorbereitet. Dr. Henry Wu ist zwar nach den Ereignissen von Jurassic Park 2 erst nochmal auf die Insel geflogen, um das Amalgam-Testing fortzusetzen, beziehungsweise um es anzufangen, allerdings müssen ja die Gerätschaften alle schon da gewesen sein. Das heißt, ja, das Amalgam-Testing scheint auch schon wesentlich früher im Hinterkopf von InGen stattgefunden zu haben und beziehungsweise auch geplant worden zu sein. Der große Hauptankerpunkt dieser Geschichte wäre logischerweise der Hurricane Clarissa. Das wäre auf jeden Fall der Climax, sind wir uns alle einig.
Am Ende dieses Films oder dieser Geschichte hätte der Hurricane Clarissa auf die Insel krachen müssen und wir hätten eine Riesenkatastrophe gesehen. Quasi so ein bisschen das Titanic-Szenario. Jeder weiß, die Titanic versinkt am Ende, nur keiner weiß genau, okay, wie war das denn, als das damals so passiert ist. So eine Erfahrung müsste dann eben auch so eine Geschichte mehr oder weniger rüberbringen. Außerdem bräuchten wir noch Hauptfiguren und da habe ich mir gerade hier zwei Hauptfiguren ausgedacht. Eine von den beiden Hauptfiguren ist beschäftigt auf dem großen Wasserdamm in der Mitte der Isla Sorna, denn wir wissen ja auch, dass die Isla Sorna sowohl von Geothermalenergie versorgt wurde, als aber auch von einem gewaltigen Damm, der auch dann noch für Strom mit zuständig gewesen ist. Dafür haben sie in der Insel extra links und rechts gewaltige Gräben in die Insel reingerissen, um Wasser aus dem Meer in diesen Damm reinzuleiten. Dann wurde das Ganze eben umgewandelt und dann eben dann, naja, zu Strom weiterverarbeitet. Das heißt, eine unserer Hauptfiguren würde eben auf diesem Staudamm arbeiten. Zu den Figuren kommen wir aber gleich noch. Die zweite Figur habe ich mir dann überlegt, was ist noch eine sehr interessante Sache, was wir im letzten Video besprochen haben, worüber man auch mal sprechen sollte. Und ich finde, das ist genau das Feld, der Feldtest, über den wir gesprochen haben. Denn sehr viele von euch haben mir auch geschrieben, krass, ich wusste nicht, dass die schon vorher Dinosaurier frei herumlaufen lassen haben auf der Insel und ich wusste das vor der Recherche auch nicht. Wenn du das Video noch nicht gesehen haben solltest, es geht im Endeffekt einfach nur darum, dass auf der Isla Sorna letztendlich viele Dinosaurier freigelassen wurden, beziehungsweise war der Plan, viele von denen freizulassen. Laut offiziellen Aufzeichnungen wissen wir aber nur, dass ein Albertosaurus freigelassen wurde, ein Tyrannosaurus, ein Velociraptor und ein Triceratops, meine ich noch, mich erinnern zu können. Die wurden eben auf der Insel freigelassen, um zu schauen, wie die sich jetzt verhalten. In normaler Umgebung, nicht eingepfercht. Weil die Wissenschaft dann eben gemerkt hat, ja, das klappt ja wesentlich besser. Übrigens haben die Saurier auch dadurch nicht so viele Krankheiten bekommen, wie die eingesperrten Dinosaurier. Also ändern wir doch unser System und lassen die Saurier frei auf der Insel herumlaufen, während wir quasi unsere Areale, das heißt die Wohnsiedlungen, wo die Forscher eben gelebt haben, die Hotelanlagen, wo auch Forscher aus dem Ausland drin gewohnt haben, oder generell alles, was von Menschenhand irgendwie erschaffen wurde, das bauen wir in Gehege ein. Das heißt, wir erschaffen keine Gehege, um Dinosaurier da rein zu klatschen. Nein, wir nehmen uns und packen uns in die Gehege rein, um uns so vor den Sauriern zu sichern, während die aber frei auf der Insel herumlaufen konnten. Da John Hammond eben ein Satellitensystem installiert hat, konnte man die Dinosaurier auch super gut überwachen und eben zusehen, naja, dass die eben keine Gefahr werden würden für eben die Menschen auf der Insel. Das war so die grobe Idee, die ich jetzt dahinter hatte. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren ganz groben Plot, dass wir eben auf zwei Seiten jetzt hier zwei Personen haben, die Geschichte ein bisschen mehr komplimentieren würden. Zum einen eben, was die bestimmten Geothermalenergien angeht, weil das ja auch auf der Isla Nublar betrieben wurde. Das fand ich irgendwie wichtig, dass man das weiß, weil das ja in Jurassic World 2 nochmal eine große Rolle spielt. Deswegen geht ja die Insel auch erst in die Luft, die Isla Nublar, weil auch da Geothermalenergie aus einem aktiven Vulkan herausgeholt wurde. Deswegen war die Insel, war der Park auf einem aktiven Vulkan gebaut worden oder auf einer Insel mit einem aktiven Vulkan gebaut worden. Da könnte man das Ganze hier nochmal in die Geschichte ein bisschen weiter mit einflechten und sich eben damit beschäftigen, naja, was hätten das Ganze jetzt für Vor- und Nachteile zum Beispiel. Auf der anderen Seite hätten wir dann eben die Feldforschung, die noch weiter behandelt werden könnte. Und da könnte man einfach noch ein paar Sachen über das Verhalten der Dinosaurier erfahren. Wir könnten herausfinden, warum die Dinosaurier zum Teil da auf der Insel leben, warum zum Teil da auf der Insel leben. Man könnte sehr viele Unklarheiten dann damit auch klären und vielleicht auch wirklich mal darauf eingehen, dass die Dinosaurier sich anders verhalten, als man davon ausgegangen ist. Dr. Alan Grant sagt ja sogar in Jurassic Park 1, die Brachiosaurier sind Herdentiere. Dann ist eben aber die Frage, okay, ist das so, weil die Saurier das wirklich waren damals laut der Wissenschaft? Oder vielleicht einfach nur, weil sie von uns gentechnisch so manipuliert wurden, dass sie das sind. Also da könnte man noch sehr viele Hintergrundinfos einbauen, um das gesamte Jurassic-Universum noch ein bisschen komplexer zu machen. Kommen wir nun zum Hauptteil dieses Videos. Ich habe mich also hingesetzt und habe mir gedacht, okay, schreibst du einfach mal ein eigenes Drehbuch darüber, wie könnte denn der gesamte Isla Sorna-Arc denn so wirklich aussehen? Wie könnte denn ein Film aussehen, eine Serie aussehen, wie auch immer? Dann habe ich gemerkt, ich kann kein Drehbuch schreiben, habe dann angefangen, eine wirkliche Geschichte darüber zu schreiben, quasi in Buchform, und ich habe es noch nie geschafft, in all meinen Videos, die ich jetzt hier auf dem Kanal schon veröffentlicht habe, wirklich organisch
Werbung für meine eigenen Bücher einzufügen. Aber ja, wenn ihr euch jetzt fragt, was hat dich denn dazu berechtigt, überhaupt jetzt ein Jurassic Park Buch zu schreiben und die Geschichte der Isla Sorna selber aufzuschreiben? Ich schreibe schon sehr lange selber Bücher und Geschichten. Da habe ich dir mal unten in der Beschreibung einen Link reingesetzt. Da kommst du auf meine Autoren-Website, wo du auch meine Bücher mal reinlesen kannst oder in meine Bücher reinlesen kannst, in meine Kurzgeschichten reinlesen kannst. Außerdem findest du dieses Buch, das Rosenparadoxon, inzwischen in jedem Buchhandel, kannst sogar auch online bestellen, bei Hugendubel, bei Thalia, bei Amazon, bei iBooks, sowohl als E-Book als eben auch als Taschenbuch. Und wenn ich gerade mal schon dabei bin, könnt ihr auch gerne mal hier vorbeigucken. Das Terrorbuch vom lieben Chevy von den Jungs von Radio Raccoon, der schreibt nämlich auch ganz gerne mal Bücher. Wer am Lesen interessiert ist, kann ja gerne mal vorbeischauen. Auf jeden Fall habe ich mich dann wirklich hingesetzt und habe mir eine komplette Geschichte ausgedacht. Die werde ich jetzt hier nicht eins zu eins wiedergeben, aber ich werde mit euch darüber sprechen, was denn in der Geschichte jetzt wirklich so grob passiert ist. Aktuell arbeite ich noch an einer offiziellen Unknown Kaijuverse Website. Da werde ich dann auch so Geschichten mal veröffentlichen. Das heißt, auf dieser Webseite könnt ihr dann solche Geschichten, die ich dann jetzt mal in so Videos selber einbaue, zu bestimmten Themen, die es eben dann nicht offiziell gibt bis zu dem Datum, könnt ihr dann eben auf der Website selber nachlesen. So, und jetzt fangen wir mit der ganzen Nummer an. Wie gesagt, sämtliche Bilder, die ihr jetzt seht, sämtliche Animationen, sämtliche Ideen, die kommen rein von mir. Das könnt ihr nicht als Quelle nehmen. Die Quelle ist das alte Video, was vor dem Video hier hochgeladen wurde. Hier musste ich mir eben sehr viele Sachen selber dazu dichten, da der Vorfall auf der Isla Sorna nie wirklich preisgegeben wurde. Die ganze Geschichte beginnt im Jahr 1993. Die ersten Dinosaurier werden für Feldversuche und Verhaltensforschung auf der Isla Sorna freigelassen. Das heißt, so würde dann die gesamte Geschichte eben beginnen, dass man dann damit, einsteigt, dass die Dinosaurier jetzt hier frei auf der Insel herumlaufen. Aufgrund dessen, dass ja, und das ist wirklich ein offizieller Fakt, der Albertosaurus damals bestimmte Krankheiten aufgewiesen hat und man eben rausgefunden hat, dass diese Krankheiten nicht auftreten, wenn die Tiere in freier Wildbahn leben. Ist auch wie in echt, wenn du Tiere einsperrst, dann sind die wahrscheinlich eher krank oder haben andere Schäden, als wenn sie halt in freier Natur leben dürfen. Auf die Idee kam dann eben auch Inton und hat sich gedacht, komm, wir lassen die wirklich erstmal frei auf der Insel herumlaufen. Und damit würde dann die Geschichte quasi beginnen. Als die Wissenschaftler dann merken, dass genau diese Forschungen sehr gut funktionieren und dass die wirklich auch in mehreren Aspekten wirklich wertvoll für das gesamte Unternehmen Ingens ist, kamen sie auf die Idee, bestimmte Siedlungen zu bauen. Das heißt, Siedlungen wurden komplett neu erstellt und quasi zentraler auf die Insel gesetzt und nicht so verschachtelt an verschiedenen Plätzen, damit die Dinosaurier sich eher frei bewegen konnten und es einfacher gewesen wäre, einen Überblick darüber zu behalten, wo denn jetzt welcher Dinosaurier frei auf der Insel herumläuft. Jetzt könnte man dann natürlich einwerfen, ja, man sieht doch aber auch sowohl in Jurassic Park 2 als auch in Jurassic Park 3 bestimmte verfallene Gebäude und das ist vollkommen richtig, allerdings diese Gebäude können ja auch schon gebaut gewesen sein, bevor man sich dann dazu entschieden hat, wirklich diese Siedlungen nah beieinander zu bauen. Ebenfalls hat man angefangen, damit den Staudamm zu erweitern. Der Staudamm wurde zwar schon vorher gebaut, allerdings war er nicht dafür gedacht, komplett für den Strom der gesamten Insel zu sorgen. Dieser Staudamm sollte lediglich einen Teil der Insel mit Strom versorgen, beziehungsweise war er dafür gedacht, um einen Sicherheitsgenerator mit Energie zu füllen, für den Fall, dass eben irgendwas passiert, dass man quasi noch einen Notfallplan hat, sollte der Strom eben generell ausfallen. Quasi sowas wie ein Notfallaggregat. Die Insel wird also kurze Zeit danach relativ baustellenlastig gewesen sein. Es hätten neue Wege gezogen werden müssen, die auch die verschiedenen Siedlungen miteinander verbunden hätten, die auch dann zu den Staudämmen geführt hätten. Man hätte ja das gesamte System nochmal so überdenken müssen, weil plötzlich ja das ganze Unterfangen abgeändert wurde. Die Saurier brauchten immer mehr Platz und wir Menschen haben immer mehr Sicherheit gebraucht. Das heißt, es wurden zu diesem Zeitpunkt ebenfalls auch sehr viele neue Zäune errichtet und ganz andere Zäune als die wir auch in Jurassic Park sehen. Das könnte unter anderem auch ein Grund gewesen sein, warum wir in Jurassic Park 3 das Spinosaurus-Gehege, wo der Spinosaurus eben durchrennt, dass das Gehege so anders gewesen ist als das T-Rex aus Jurassic Park 1 von der Isla Nublar. Wir sehen ja in Jurassic Park 3, dass genau das Gehege so dicke Streben dran hat, während das vom T-Rex ja mehr, eben so dieser typische Elektrozaun ist. Und da gibt es keine offiziellen Angaben dazu, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Gehege vom Spinosaurus, also wo der eben durchbricht, tatsächlich eins dieser Gehege ist,
die im Nachhinein erst gebaut wurden, und zwar um eine Siedlung herum. Ich meine sogar in bestimmten Konzeptzeichnungen gesehen zu haben, dass der Zaun sich quasi nach innen wölbt, als würde er irgendwas von innen schützen wollen. Die ganze Insel ist also gleichzeitig eine gewaltige Baustelle. Es werden neue Sicherheitsvorkehrungen erprobt und erdacht und eben gebaut. Es werden neue Wege gebaut. Es wird für mehr Siedlungen gesorgt und gleichzeitig werden aber auch schon die ersten Feldtests mit Dinosauriern gemacht. Das sorgt dann natürlich dafür, dass die Kritiken gerade unter den Mitarbeitern sehr, sehr laut werden und die eben auch an Injun weitergegeben werden, ganz nach dem Motto, ey, hätte man das vielleicht nicht vorher machen sollen, also erst für die Sicherheit sorgen und danach danach die Feldtests beginnen sollen. Denn wie es natürlich kommen muss, ist es auch hier zu Unfällen gekommen, sowohl bei dem Bau der verschiedenen Gebäudekomplexe, als aber eben auch, durch freilaufende Dinosaurier. Denn John Hammonds Sicherheitssystem ist ein Satellitensystem, das auch offiziell bestätigt wurde, ja, auf der Isla Sorna sollte ein Satellitensystem entwickelt werden, mit welchem man diese Feldversuche hätte überwachen sollen. Da hätte man dann sehr wahrscheinlich auch irgendwelche Chips in Saurier eingepflanzt oder der Satellit hätte auf Wärme reagiert und damit hätte man dann eben die Wärmesignaturen der Dinosaurier erkennen können. Das war auch mit ein Grund, warum Injun die ganzen Beschwerden mehr oder weniger abgetan hat, denn laut Injun selber oder auch John Hammond wurden ja de facto keine Kosten gescheut. Es wurden ja Milliarden von Dollar in diesen Satelliten investiert, um eben genau sicherzustellen, dass eben keine Unfälle passieren. Die Unfälle, die passiert sind, werden entweder komplett verheimlicht oder eben innerhalb der Mitarbeiterschaften der Isla Sorna so abgetan, als wären die Mitarbeiter selbst dran schuld gewesen. Sie hätten ja innerhalb der noch nicht fertig gebauten Sicherheitskomplexe bleiben sollen. Das heißt, ja, ganz kurz nochmal, um hier reinzukrätschen, hier war meine Idee, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr die skrupellose Herangehensweise von Injun zeigt und vielleicht auch ein bisschen mehr in das Buch reingeht. Ich meine, das Ganze kommt schon so ein bisschen rüber wie eine riesen Injun-Verschwörung und dass Injun die Leute da quasi aber auch irgendwie zum Stillschweigen verdonnert, das grenzt ja schon an Sklaverei und ja, das würde ich tatsächlich so ein bisschen mit aufbauen, denn aus dem Buch wissen wir ja, dass Injun alles getan hat, um Menschen zum Schweigen zu verdonnern, um das Ganze geheim zu halten. Die sind quasi über Leichen gegangen de facto und jetzt haben sie eben noch die Menschen auch auf einer Insel drauf und die Menschen können da eben nur weg, wenn Injun die Leute weglässt. Und auch hier könnte man dann davon ausgehen, dass schon bestimmte Konflikte innerhalb dieser Wissenschaftler passiert werden. Trotz allem musste Injun natürlich aber auch dafür sorgen, dass die Stimmen nicht noch lauter werden, dass die Rufe nicht noch weiter nach außen dringen würden durch irgendwelche Mittel. Zwar wurden auch Telefonate der Mitarbeiter nach außen überwacht, aber konnten eben nicht verhindert werden. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter das Ganze hätte weitergeben können oder weitergeben wollen an jemanden Außenstehenden, der vielleicht irgendwelche seriösen Kontakte gehabt hätte, hätten sie das zwar überwachen können, aber sie hätten es eben nicht verhindern können. Deswegen haben sie eben, um die Mitarbeiter ein bisschen zu beruhigen, dann die Ranger-Teams vergrößert und eben weitläufiger außerhalb der gerade in Baustellen befindenden Areale eingesetzt. Und hier kommen wir jetzt zu meinem ersten Hauptdarsteller, Sergio de la Cruz. Habe ich mir selber ausgedacht, wie gesagt, der Name. Den Namen gibt es so nicht im Jurassic-Universum. Die Person hier habe ich komplett mit AI erschaffen. Die Person gibt es so auch nicht. De la Cruz wäre nämlich kurz darauf von niemand geringerem als Robert Muldoon selbst dazu aufgefordert worden, bitte für die Sicherheit in diesem Park oder auf der Insel zu sorgen. In meiner Geschichte, und ich bin immer jemand, ich kann so dezenten Fanservice, damit komme ich immer ganz gut klar, wenn er einem eben nicht so auf die Nase gebunden wird. In diesem Fall hätte ich mir ausgedacht, dass de la Cruz von Robert Muldoon selber ausgebildet worden wäre, als er zusammen mit John Hammond noch das Animal Kingdom geleitet hat. Das heißt, de la Cruz und Robert Muldoon hätten eine gemeinsame Vergangenheit und de la Cruz hätte auch schon im Animal Kingdom gearbeitet. Und obwohl de la Cruz Robert Muldoon äußerst respektierte, weil wer macht es nicht, ich glaube jeder respektiert Robert Muldoon, hat er dennoch eine ganz andere Sicht auf Dinosaurier gehabt als eben sein Lehrer. Denn während Robert Muldoon die Tiere ja mehr als Monster als Gefahr ansieht und zum Teil einfach Aussagen bringt, wie man sollte sie eigentlich alle töten, ist de la Cruz eher begeistert davon, was diese Technologie, mit denen sie Dinosaurier erschafft haben, jetzt wirklich für die Wissenschaft bedeutet. Anders als Muldoon sah er die Saurier also nicht als Monster, sondern eher als eine Chance, als Hoffnung an. Der Grund dafür war unter anderem die Tochter des ehemaligen Partners von John Hammond, Charlotte Lockwood, die 20-jährige Studentin, die den Anstoß der Gentechnik im Bereich Medizin gab. Müssen wir jetzt hier Charlotte Lockwood mit einbauen? Ich sag ganz ehrlich ja, denn wir wissen ja, sie war auf der Insel zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon gewesen. Und ich habe mir das Ganze hier sogar ausgerechnet.
Charlotte Lockwood müsste zum Zeitpunkt von Jurassic Park 2, nein, falsch, zum Zeitpunkt von Hurricane Clarissa, also 1995, um die 20 Jahre gewesen sein. Das müsste so hinkommen. Demnach, ja, es macht irgendwie Sinn, sie damit reinzupacken, weil sie ja später, auch wenn es in Dominion nicht mehr wirklich gut aufgegriffen wird, dass sie ja wirklich die Forschung für wesentlich mehr nutzen möchte, als einfach nur einen Park zu erbauen. Der Fokus lag zwar immer noch auf der Erschaffung der Dinosaurier, und obwohl Charlotte versucht hat, den Anstoß eher in Richtung Medizin zu geben, hat John Hammond weiterhin darauf gepocht, dass diese ganze Forschung mehr dafür benutzt wird, um an Dinosauriern Experimente durchzuführen. Charlotte lenkte die ganze Geschichte dann aber auch mehr in die Richtung, naja, dass man ja aber auch mit dieser Forschung anfangen könnte, herauszufinden, wie Dinosaurier denn vielleicht keine Krankheiten mehr bekommen würden, wie zum Beispiel der Albertosaurus, der ja dann, das ist ein Fakt, am Anfang in seiner Gefangenschaft noch bestimmte Krankheiten aufgewiesen hat. Natürlich hat sie das mit einem ganz anderen Hintergrund Gedanken gemacht, denn Charlotte ist in meiner Variante der Geschichte von Anfang an eher von der medizinischen Forschung, vom medizinischen Erfolg dieser Forschung überzeugt gewesen. Wichtig sei es nämlich unter anderem auch, die Dinosaurier dermaßen genetisch so zu manipulieren, dass sie auch gerade keine ansteckenden Krankheiten bekommen können, weil die würden sich ja wie ein Laubfeuer verbreiten und dann würden, naja, um John Hammond ein bisschen ins Gewissen zu reden, Milliarden von Geldern verschluckt werden. John Hammond begann also immer mehr die Idee von Charlotte Lockwood in sich zu verinnerlichen, hat sie auch für gut abgefunden und wollte dann, dass Dr. Henry Wu früher oder später auf die Isla Sorna reist, um zusammen mit Charlotte Lockwood das berühmt-berüchtigte Amalgam-Testing zu beginnen, in welchem er dafür sorgen sollte, dass bestimmte Dinosaurierarten, die eine gewisse Krankheit nicht bekommen konnten, mit anderen Dinosauriern, die die Krankheit bekommen konnten, zusammenzumischen, damit die Saurier eben die Krankheit nicht bekommen konnten, weil sie ja das Genmaterial hatten, das eben die Krankheit nicht bekommen konnte. Jetzt könnt ihr mir ganz kurz in die Kommentare reinschreiben, ob das zu viel Fanservice wäre. Habe ich jetzt hier Charlotte Lockwood zu viel mit eingebunden? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Wir machen jetzt erstmal weiter mit der Geschichte. Worum es sich genau in dem Amalgam-Testing, worum es sich dabei handelte, wurde auch unter den Wissenschaftlern vorerst heimgehalten. Allerdings ist Amalgam-Testing eigentlich eine relativ klare Aussage, beziehungsweise kann man da schon so ein bisschen abwägen, worum es denn dann im Endeffekt da gehen sollte. Aus diesem Grund hatte Sergio auch so viel Hoffnung in Charlotte Lockwood gesetzt, weil er eben daran verbissen war und gehofft hatte, dass sie es irgendwie schaffen würde, dass dann letztendlich die Forschung so weit kommen könnte, dass man mit Hilfe eben jener Forschung auch bestimmte Medizin für Krankheiten erschaffen konnte oder eben herstellen konnte, die bis dato noch als unheilbar galten. Hier würde ich dann vielleicht für Sergio sogar noch eine Hintergrundgeschichte einbauen, warum er denn so scharf auf diese Medizin gewesen wäre, weil seine Mutter vielleicht schwer krank wäre oder seine Schwester, irgendwie sowas, damit wir auch da eine Begründung hätten, warum dieser Geschichtsstrang zum Beispiel so wichtig gewesen wäre. Dass wir auf der einen Seite eben Sergio hätten, der Dinosaurier erforscht hätte, und dabei hätte er auch bestimmtes Verhalten aufweisen können. Ich meine auch die Tatsache, dass die Velociraptoren so extrem schlau sind, hätte zum Beispiel auch von Sergio an Robert Muldoon weitergegeben werden können, weil das, was Ingen ja auf der Isla Nublar gemacht hat, da haben die eigentlich auch nur Tests mit eingesperrten Raptoren machen können. Sergio hätte jetzt hier in Feldtests selber feststellen können, wie unfassbar hintertückig die Tiere auch sein können. Ebenfalls wäre jetzt dann auch noch hier dann der Bezug zu Charlotte Lockwood mit dabei gewesen, die an Medizin interessiert gewesen ist, und dadurch kam eben dann die Idee zum Amalgam-Testing zustande, und daraufhin wollte Henry Wu auf die Insel reisen. Und sogar das ist ja schon ein offizieller Fakt, dass auf der Isla Sorna Gebäude gebaut wurden, wie zum Beispiel bestimmte Unterkünfte für John Hammond, aber auch für einen Dr. Henry Wu. Das heißt, da könnte man davon ausgehen, ja, Henry Wu hätte, wenn der Jurassic Park super gelaufen wäre, letztendlich seine Forschung genommen, hätte das Ganze auf die Isla Sorna verlagert und hätte dann zusammen mit Charlotte Lockwood an dem Amalgam-Testing geforscht. Parallel dazu hätten wir ja noch die Geschichte von Kathleen Brennan. Und Fanservice, ich gehe jetzt hier mal nicht auf den Namen Brennan ein, vielleicht wisst ihr, in welchem Zusammenhang diese Frau jetzt irgendwie stehen könnte. Kathleen Brennan wird für die Überwachung des neuen Staudamms eingeteilt, der Staudamm, der eben die Insel mit Strom versorgen sollte, und der muss nun erweitert werden, weil John Hammond eben gemerkt hat, okay, wir können die Isla Nublar nahezu komplett durch Geothermalenergie betreiben. Das heißt, auch hier müssen wir eben schauen, dass die Isla Sorna ihre Energie aus so vielen natürlichen Quellen wie eben möglich bekommt.
Zum einen wurde hier auch von Geothermalenergie geredet, aber eben auch von diesem Staudamm. Der wird jetzt hier in der Geschichte noch ein bisschen weiter ausgebaut. Und deswegen wird dann Kathleen Brennan von der Wasserforschung mehr oder weniger abgezogen, beziehungsweise wird einfach ihr Gebiet ein bisschen erweitert. Sie hat nämlich davor dafür gesorgt, dass die Wasservorkommen untersucht werden. Das heißt, die Gewässer werden ja von den Meeren auf die Insel geleitet, weil da eben diese Gräben reingerissen wurden. Im Meer befindet sich leider auch sehr viel Abfall wie Plastik oder generell Wasserverschmutzung. Deswegen war sie dafür zuständig gewesen, oder wäre sie dafür zuständig gewesen, genau das eben zu untersuchen. Durch ihre extreme Kompetenz wurde sie dann von John Hammond, naja, wir könnten sagen, befördert und eben zum Bau des Staudamms mit einbezogen. Denn der Staudamm sollte nicht nur einfach Strom erzeugen, der Staudamm sollte noch um 3 weitere Generatoren erweitert werden. Zum einen sollte ein Generator des Wasserwerks das Wasser in Trinkwasser umwandeln, was ja Sinn ergibt, denn naja, das Meer hat reichlich Wasser, allerdings muss das Wasser natürlich sehr stark aufbereitet werden, damit man es überhaupt irgendwie trinken kann und damit man nicht die ganze Zeit Wasser von A nach B exportieren muss. Da hat John Hammond sich eben gedacht, okay, wir nehmen das reichste Vorkommen, was wir eben haben, in dem Fall eben Salzwasser, das wird eben in den Damm umgeleitet, wird dann umgewandelt und dann zu Trinkwasser weiterverarbeitet. Der zweite Teil dieses Kraftwerkes sollte dann dafür sorgen, dass hier das Wasser je nach Indiens Bedürfnissen umgewandelt werden könnte, wie zum Beispiel auch Süßwasser, damit sie damit bestimmte Seen oder auch Tümpel künstlich kreieren wollten. Konnten, damit sie das künstlich kreieren konnten, weil sie ja die Idee hatten, Dinosaurier frei auf der Insel herumlaufen zu lassen. Das heißt, sie mussten auch die Insel komplett nach ihren eigenen Vorstellungen umgestalten. Und zuletzt hätten wir eben noch das dritte Aggregat dieses gesamten Staudamms. Und das wäre eben dafür da gewesen, um von allen anderen Energievorkommen, die dann da eben aufgebraucht wurden, bestimmte Reserven zu sammeln, eben für Sicherheiten. Falls mal irgendwas passieren sollte, wie zum Beispiel ein Sturm oder so, wäre das natürlich schon sehr nützlich gewesen. Kathleen wäre dann in dieser Geschichte übrigens auch die erste Person gewesen, die von dem Vorfall des Jurassic Park mitbekommen hätte. Denn das Ganze wäre für den Anfang erstmal noch versucht worden, extrem geheim zu halten. Das heißt, die ganzen Mitarbeiter auf der Isla Sorna, was mit ein Grund hätte sein können, warum die noch länger gearbeitet hätten hier und da, dass die das Ganze nicht wirklich präsent hatten. Allerdings hat Kathleen mitunter einen der ersten Anrufe erhalten, dass sich auf der Isla Nublar ein riesiger Unfall ereignet hat, mit Todesopfern, allem drum und dran, und dass sehr wahrscheinlich auch die gesamte Forschung der Isla Sorna in Gefahr ist. Das wäre also jetzt hier der zweite Story-Strang von der Geschichte gewesen, dass wir jetzt dann hier vielleicht so ein bisschen auch das moralische Hinterfragen von Kathleen selber bei der ganzen Nummer haben, die quasi mit einem Geheimnis dahergehen muss, das allerdings jeden auf dieser Insel betrifft. Und auch hier könnte man eben wieder einführen, dass Injun, ja, die jetzt ja nicht direkt nach 1993 einen direkten Schlag bekommen haben und finanziell direkt bankrott gegangen sind, das kam dann nach und nach, dass die aber einfach die leitenden Wissenschaftler auf der Isla Sorna noch zum Schweigen verdonnert hätten. Um hier auch nochmal ganz klar zu zeigen, ja, Injun ist schon irgendwie nicht ganz so eine geile Firma. Die versuchen wieder einmal alles unter den Tisch zu kehren, denn die Forschungen müssen trotz allem weitergehen. Quasi ganz nach dem Motto, das mit der Isla Nublar ist halt scheiße gelaufen, ist aber im Endeffekt nur ein dummer Rückschlag, den können wir wieder aufholen. Das wäre dann auch der Grund, warum die Forschung einfach noch 2 Jahre lang weitergelaufen wäre, bis 1995. Und dann würden wir zum großen Part kommen. Was ist denn dann wirklich auf der Isla Sorna passiert? Naja, zum einen muss man eben sagen, dass so ein Hurricane, der kommt in der Regel ja nicht einfach aus dem Nichts. Ne? Wir kommen jetzt zum großen Part, der Hurricane Clarissa. Was ist wirklich auf der Isla Sorna passiert, als dieser Hurricane mit voller Pracht, mit voller Kraft auf die Insel geschlagen ist? Es muss von vornherein am Anfang bereits Warnsignale gegeben haben. Das heißt, ja, die Menschen wurden angefangen zu evakuieren. Da man aber nicht damit gerechnet hat, dass dieser Hurricane so stark ist oder dann doch eher aus dem Nichts kommt als eigentlich gedacht und schneller auf die Insel zukommt als eigentlich erhofft, konnte man nur bestimmte Leute von der Insel abziehen. Ein paar andere Menschen mussten eben noch zurückbleiben. Ganz einfach, weil ein Mangel an Rettungsmaßnahmen auf der Insel geherrscht hat. Mit dem Helikopter konnte man die Leute nicht mehr wirklich lange evakuieren, denn der Hurricane hat eben so starke Kräfte gehabt, dass die Helikopter dadurch eben einfach nicht fliegen konnten. Ähnlich wurde es dann später auch mit den Booten. Das heißt, die ersten Boote sind zwar von der Insel noch weggekommen, man hat dann versucht, eher Frauen wegzulassen oder eben auch Kinder, die vielleicht bei ihren Müttern waren,
wie wir auch aus Jurassic World Dominion kennen, war das ja der Fall, zumindest bei Charlotte und bei Maisie so gewesen. Könnte auch öfter so gewesen sein, dass einfach Mitarbeiter ihre Kinder mit auf die Insel genommen haben, dass die dann quasi zuerst in die Boote gelassen werden. Und ja, jetzt kommt hier so ein bisschen Titanic-Vibes auf, aber ja, die wurden dann quasi von der Insel evakuiert, bis dann der Sturm immer stärker wurde und dann eine Nachricht von Ingen und dem Festland Costa Ricas durchgegeben wurde. Verbarrikadiert euch, geht in irgendwelche Bunker, versucht irgendwie unter die Erde zu kommen, geht in den Staudamm, jetzt wird der Staudamm wieder wichtig, versucht dort unten reinzugehen, um euch da irgendwie zu verbarrikadieren, wir können euch hier nicht mehr rausholen. Jetzt kommen wir halt in das Szenario eines kompletten Katastrophenfilms. Die Menschen würden einfach anfangen, Panik zu bekommen. Sie würden versuchen, sich irgendwie in Sicherheit zu bringen. Einige würden sich einfach nur in ihren Siedlungen, quasi in ihren Häuschen verbarrikadieren, die Türen abschließen. Andere würden sagen, nein, ich bleibe bei den Forschungen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass auch die Dinosaurier, nicht einfach nur ein paar wurden freigelassen. Zahlreiche Dinosaurier sind ja auch auf der Insel immer noch in Gehegen drin. Es wurden ja nur ganz wenige Dinosaurier, auch wieder ein Fakt, für den Feldtest wirklich auch benutzt. Das heißt, alle anderen Dinosaurier sind noch weiter in den Gehegen gewesen und Wissenschaftler hätten dann definitiv auch sich dazu entschieden, das sinkende Boot nicht einfach zu verlassen. Nein, die wären vor Ort geblieben und hätten versucht, dass die Sicherheitssysteme eben nicht kollabieren, dass das Ganze irgendwie aufrecht bleibt. Naja, zu guter Letzt wissen wir aber alle, dass das Ganze nicht funktioniert hätte. Der Hurricane Clarissa wäre mit voller Kraft auf die Insel geschlagen. Und das Chaos wäre eben ausgebrochen. Sowohl die Stromversorgung wäre zusammengebrochen, als aber auch der Staudamm hätte diesem Druck nicht länger standgehalten. Denn der war ja auch immer noch im Umbau gewesen und hat deswegen extreme Sicherheitslücken aufgewiesen. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja okay, was wäre denn aber dann mit Kathleen zum Beispiel passiert? Warum gab es die in späteren Filmen denn nicht mehr? Möglicherweise war sie eine von den Wissenschaftlern, die sich unter dem Staudamm versteckt hätte und der wäre aber dann zusammengebrochen, was dann natürlich ihr Ende gewesen wäre. Tatsächlich wäre der Moment, in dem der Hurricane über die Insel fegt, noch gar nicht der Moment gewesen, wo Dinosaurier wirklich Terror verbreitet hätten. Nein, das wäre noch der Moment gewesen, wo sowohl Menschen als auch Dinosaurier versucht hätten, diese ganze Katastrophe zu überleben. Kein Saurier würde jetzt hier wie in Jurassic World 2 Fallen Kingdom auf die Idee kommen, ey, im Hintergrund fliegen gerade 9 Häuser weg, aber lass noch mal kurz jagen gehen. Die würden genauso versuchen, sich in Sicherheit zu bringen, würden versuchen, dem Hurricane standzuhalten und eben zu überleben. Der wirkliche Horror würde genau dann beginnen, wenn der Hurricane mehr oder weniger über die Insel hinweggefegt wäre. Es wäre immer noch ein bisschen stürmisch, das heißt, die Rettungsmaßnahmen könnten immer noch nicht wirklich eingeleitet werden. Und wir wissen ja, aus dem Spiel für die PlayStation 1, aus The Lost World war es, meine ich, gewesen. Da gibt es bestimmte Dokumente, die sagen, dass das Ganze 4 Tage gedauert hat, bis Ingen die Leute von der Insel holen konnten. Das heißt, der Hurricane ist vorbei, es wird langsam alles ein bisschen heller. Man erkennt erst jetzt die Katastrophe, die über die Insel hereingebrochen ist. Massig Tote, es gibt ganz viele Wissenschaftler, die dem Sturm eben nicht standhalten konnten. Auch Dinosaurier, wissen wir auch aus offiziellen Fakten, dass sehr viele Dinosaurier bei dem Sturm eben umgekommen sind. Unter anderem wird auch der Albertosaurus mit dabei gewesen sein müssen, schätze ich mal. Weil der war auf der Insel, das ist auch ein Fakt, das ist offiziell Kanon. Aber er kam halt nie von der Insel runter oder er wurde halt nie wieder gesehen. Deswegen gehe ich davon aus, okay, der wäre dann zum Beispiel sehr wahrscheinlich dem Hurricane Clarissa zum Opfer gefallen. Die letzten Überlebenden würden sich also nun aus den Ruinen heraus befreien, würden die Türen ihrer Häuser öffnen und eben nochmal nachschauen, was ist denn jetzt wirklich noch übrig geblieben von der Insel, mit der Hoffnung, naja, vielleicht ist ja gar nicht so viel kaputt gegangen und müssten dann eben merken, dass alles komplett zerstört ist. Es gibt keine Sicherheit mehr auf der Insel, alle Saurier laufen frei herum. Und die Menschen haben auch keine wirklichen Orientierungspunkte mehr. Es gibt keinen Kontakt mehr ans Festland und eben auch andersrum. Das heißt, das Festland kann die Leute nicht mehr erreichen, um vielleicht mit denen zu sprechen und sagen, passt auf, wir treffen uns hier und hier, wir holen euch hier unter ab. Tag Nummer 1 wäre vielleicht noch eher so der Tag, wo sich die ganze Insel nochmal erholen müsste. Ja, sowohl Dinosaurier als auch Menschen würden sich erst nochmal sammeln müssen. Gerade die Menschen würden sich dann an bestimmten Orten nochmal treffen, sich über bestimmte Sachen unterhalten, anfangen Pläne zu schmieden, wie zum Beispiel an die Küstenregionen zu gehen, um eben zu schauen, ob da vielleicht noch das ein oder andere Rettungsboot übrig sein könnte, mit dem sie vielleicht fliehen könnten. Wir dürfen hierbei nicht vergessen, dass die Dinosaurier von Jurassic Park, so sehen wir es zumindest auf der Isla Nubla, ebenfalls durch Technik gefüttert werden. Ja, das heißt, die Ziegen als Beispiel von Jurassic Park 1, die beim T-Rex verfüttert wird, die kommt ja aus so einem Untergrund heraus,
Und das würde jetzt nicht mehr funktionieren. Die Gerätschaften wären ja alle komplett kaputt. Das heißt, ab jetzt müssten Dinosaurier anfangen zu jagen. Die werden nicht mehr gefüttert. Wenn ein Raubtier Hunger bekommt, würde es auch schon mal einen Menschen jagen. Und das würde dann langsam ab Tag 2 beginnen. Die ersten Dinosaurier würden sich immer weiter in die zerstörten Siedlungen der Menschen hervorwagen. Die einzige Hoffnung, die eben die Überlebenden noch hätten, wären die Ranger-Teams, die mit Waffen ausgerüstet wären. Aber auch hier wäre die Munition natürlich sehr stark begrenzt worden. Gerade die Velociraptoren wären eine extreme Gefahr gewesen, beziehungsweise erst dann geworden, als sie wirklich freigekommen sind. Denn das ganze Raptorenrudel, das noch eingesperrt war, würde sich mit dem einzigen Raptoren verbünden und eben zusammentun, der bereits im Feldtest frei auf der Insel herumlaufen durfte. Dass dieser Velociraptor hat bereits Erfahrungen mit dem Jagen, mit dem Draußenleben gehabt und würde diese Erfahrungen dann eben mehr oder weniger weitergeben an die restlichen Velociraptoren, und das würden sie natürlich ausnutzen, um menschliche Beute zu erlangen. Das Szenario hier wäre ein langsames Katz-und-Maus-Spiel. Die Menschen würden immer mehr versuchen, sich in ihre Häuser zurückzuziehen. Es würden auch sehr viele Menschen dabei logischerweise sterben, denn diese kleinen Häuschen, die von John Hammond als Siedlung gebaut wurden, wären nun auch nicht mehr geschützt, da es keinen Strom mehr auf den Zäunen gegeben hat. Und in Jurassic Park 3 haben wir ja gesehen, wie schnell ein Spinosaurus zum Beispiel durch dieses Gitter hindurchbrechen konnte. Eine bestimmte Gruppe von Leuten wäre auf dem Weg ans Ufer der Isla Sorna gewesen, beziehungsweise an den Hafen der Isla Sorna. Wir wissen ja aus offiziellen Fakten, dass es 3 verschiedene Hafen gegeben hat. Diese Gruppen würden diese 3 Häfen allerdings nicht erreichen. Aufgrund der extremen Entfernung und eben der freilaufenden Dinosaurier und Wetterbedingungen, allem drum und dran, wären diese Gruppen dann nach und nach, entweder gefressen worden oder wären eben an Wetterbedingungen oder eben herabfallenden Trümmern, die noch übrig gewesen wären, gestorben. An Tag 3 und Tag 4 wäre dann das Chaos wirklich komplett vorprogrammiert gewesen. Gerade nachts kommen Raubsaurier in bestimmte Siedlungen herein und versuchen eben die Menschen noch einmal aus ihren Betten rauszureißen. Die Menschen, die noch am Überleben sind, die haben schlaflose Nächte, die haben Schlafmangel. Die trauen sich einfach nicht mehr einzuschlafen, weil sie ganz genau wissen, wenn da jetzt ein Raubsaurier reinkommt, dann haben sie eben schlechte Karten. Aus dem Hintergrund hört man immer wieder den Tyrannosaurus Rex brüllen, andere Dinosaurier laufen laut stampfend eben durch den Dschungel, und man merkt immer mehr, dass die Natur sich schon nach so wenigen Tagen die Macht auf der Insel zurückgeholt hat. Das Leben findet einen Weg, würde Ian Malcolm jetzt sagen, womit er auch vollkommen recht hat. Die Isla Sorna würde sich nach und nach immer mehr zu dem herum umwandeln, was wir dann später auch aus den Filmen kennen, aus The Lost World und aus Jurassic Park 3. Nach den 4 Tagen würde es dann erste Rettungsteams geben, die allerdings auch erstmal auf der Insel ankommen würden. Und da die ja keinen Kontakt zu den Menschen aufbauen konnten, müssten die sich erstmal in die Mitte zum Zentrum durchschlagen, weil eben dann da die Hauptsiedlung der Wissenschaftler aufgebaut gewesen ist. Dort würden sie allerdings nicht allzu viel vorfinden, außer ein paar tote Dinosaurier, tote Wissenschaftler und komplette Zerstörung, was eben die Siedlung angeht. Die Menschen, die letzten Überlebenden, haben nämlich die Siedlung bereits verlassen und mussten zusehen, dass sie irgendwie am Leben bleiben, beziehungsweise dass sie es irgendwie schaffen, Kontakt mit der Außenwelt aufzunehmen oder eben, dass sie es irgendwie schaffen, die Insel zu verlassen. Unter anderem war eine Idee dabei gewesen, dass sich eine Gruppe von Wissenschaftlern und von Überlebenden auf den Weg zum Staudamm macht. Denn der war ja dafür gebaut gewesen, dass ein Notfallaggregat eingeschaltet werden sollte, gerade wenn so ein Unfall mal passieren sollte. Das Ganze war allerdings nie für so ein Ausmaß gedacht gewesen. Aus diesem Grund gab es hier auch relativ wenig Hoffnung auf, Strom, um eben das Festland zu erreichen. Das Rettungsteam wird also dann zum Schluss nur noch relativ wenig Mitarbeiter aus den Trümmern, aus der Zerstörung der Isla Sorna herausziehen können. Unter anderem wäre dann hier auch Kathleen Brennan mit dabei gewesen, die ebenfalls der Zerstörung der Isla Sorna zum Opfer gefallen wäre. Und hier kommen wir jetzt vielleicht wieder zu einem Fanservice-Moment, und jetzt könnt ihr mir wirklich sagen, ey, ist das wirklich zu viel Fanservice? Jetzt könnte aber die Kamera auf einen Billy Brennan umschwenken. Wenn ihr es noch nicht gemerkt habt, ja, Kathleen wäre in dieser Geschichte die Schwester von Billy Brennan gewesen. Wir haben jetzt also einen kleinen Timeskip mit dabei. Die Schwester von Billy ist tot. Wir haben den Timeskip zu Billy rüber, der immer noch daran denken muss, was Injun seiner Schwester angetan hat. Ebenfalls hat Injun das Ganze auch noch lange Zeit verheimlicht. Das war dann der Grund, warum Billy versucht hat, immer näher eine Beziehung zu Alan Grant aufzubauen. Als die beiden dann wirklich auf die Isla Sorna gekommen sind, um dann dort Eric und Ben Hildebrand zu finden oder eben zu suchen, da hat er seine Chance ergriffen. In dieser Geschichte hätte Billy aber auch gewusst, dass die Kirbys bereits vorhaben, auf der Isla Sorna zu landen. Der wäre da quasi im gesamten Ding mit involviert gewesen, weil Billys Plan von Anfang an gewesen ist, das Injun irgendwie heimzuzahlen, auch wenn es eben nur mit dem Diebstahl der Eier ist,
mit dem er sich dann eben selber bereichern wollte, beziehungsweise wollte er damit ja eigentlich nur die Paläontologie unterstützen. Die ganze Geschichte mit Billy könnte man vielleicht noch ein bisschen schlauer ausbauen, ja, aber das wäre jetzt so meine Idee hinter der Geschichte der Isla Sorna gewesen. Wenn das Ganze verfilmt werden könnte, wäre das so ein Geschichtsaufbau, wo ich sagen würde, das wäre doch gar nicht so verkehrt. Und schreibt mir echt in die Kommentare, wenn ihr sagt, doch, finde ich kacke, was du gerade erzählt hast. Seid da ruhig ehrlich zu mir, aber ich meine, das wäre ein Story-Aufbau, der verschiedene Aspekte abdecken würde. Quasi dieser Titanic-Aufbau. Wir haben den großen Climax, den Untergang der Titanic, in dem Fall eben das Ankommen des Hurricane Clarissa. Dann haben wir noch unsere beiden Hauptfiguren, die wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr zu tun bekommen müssten. Die eine eben einmal, die mit der Geothermalenergie beschäftigt ist, weil der Staudamm ja doch ein essentieller Teil der Isla Sorna ist, die wir in den Filmen auch nie gesehen haben. Also den Staudamm haben wir nie gesehen. Und eben auf der anderen Seite dann noch die Feldtests, die dann da auch noch abgehalten wurden und hier bestimmte Forschungen mit einzubringen. Ebenfalls dachte ich mir, es wäre doch gar nicht so blöd, wenn man hier schon das Amalgam-Testing ein bisschen einführt. Und das Amalgam-Testing macht ja genau das. Es führt quasi zwei verschiedene Dinosaurier zusammen, um einen neuen zu kreieren. Dadurch könnte aber auch erst Charlotte Lockwood auf die Idee gekommen sein, einer gesunden Zelle mit der Replikation von sich selbst zu kombinieren, damit sie dann eben später sich selbst nochmal klonen kann, die aber eben keine Krankheit hat. Das Ganze könnte man miteinander so ein bisschen verweben. Und ich glaube, in meiner Vision jetzt hier wäre das eigentlich eine ganz gute Idee, um dann auch wirklich Jurassic Park 1, 2 und 3 wesentlich fester mit Jurassic World zu verbinden. So, das war jetzt die Geschichte, die ich mir über die Isla Sorna ausgedacht habe. Ging jetzt hier schon, naja, war auf jeden Fall eine dezente Überlänge gewesen. Und jetzt bleiben noch alle dran, die noch Interesse daran haben, wirklich auch von mir mal erzählt zu bekommen, wie ich jetzt dieses Video hier angegangen bin in Sachen Bilder erstellen und Bilder animieren und was ich dann dafür alles benutze. Nur um euch mal so ein bisschen zu zeigen, dass das Ganze eigentlich kein Hexenwerk ist. Für alle anderen sage ich, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Schreibt mir eure Kommentare wie immer schreibt mir eure Meinung wie immer in die Kommentare unten rein. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal. Alle anderen eben, bleibt dran. Bis gleich.